brother. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einem, das war sehr komisch, diese Handbewegung, zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, eurem Gamer Brother. Heute gibt es mal wieder ein Best of gute Server Pack Opening mit allem drum und dran. Gestern kamen die Future Stars raus, Freunde. Ihr seht hier das Best of. Wir haben auch 3 gezogen. Also lief auf jeden Fall ganz gut. Was nicht so gut lief, waren die Server von EA. Die 20 Uhr und die 21 Uhr Lightning Round war quasi nicht vorhanden. Also man konnte auf jeden Fall nicht auf der Playsee ziehen. Und auf Web App hat es dann jetzt auch nicht so krass Bock gemacht. Aber ich habe gerade noch nach dem Stream, 40 Minuten danach ungefähr, haben die Server wieder funktioniert, 100k Packs, die gestellten 8 Stück gezogen. Und es hat geballert, Freunde. Es hat absolut geballert. Also gönnt euch das Video, lasst einen Daumen da. Ich möchte 14.114 Likes sehen. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Unter 14.114 Likes gehen wir rein, rüber, chillt ihr, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Schreibt mal gerne rein, welchen Future State ihr schon gezogen habt, wenn ihr eingezogen habt und welche Karte euch am besten gefällt. Bei mir ist es natürlich ganz klar Kabak, klare Geschichte, Freunde. Ich will gar nicht viel rumreden, ja. Gönnt euch das Video, viel Spaß und mashallah, diese Server. 11 von 10. Oh, ja. 19 Uhr. Die Future Stars sind draußen. Es kommt hoffentlich eine Lightning Round. Und EA Sports, I hope you have a Schalke Player in this team. Sonst we get a big problem. 50k Packs are here. Was ist die Pack-Wahrscheinlichkeit? 1,3%. Kabak ist dabei. Ehre, Junge. Da ist mein Schalke. Und jetzt ziehen wir im ersten Pack. Schade. Schickt mal einer das Link. Ich will das Team sehen. Kabak ist dabei. Ehre. Kabak mit 88. Bruder. Alter, wie geil sieht die Kabak-Karte aus. Ich muss den spielen. Oh, der Martinez ist auch ein geiler Perfect Link zum Tagliafico-Team auf der Group Stage. In vom Walkout? Goretzka. Ich weiß nicht, wer drin ist, ehrlich gesagt. Mbappé, oder? Ah, Player mit 86. Nice one, mitnehmen. Player, guter Mann. Alter, Tonali sieht so sick aus. Oh, Double Walkout. Geil. Viele andere aber auch nicht. Emerson auch geil für die spanische Liga zum Linken. Ja, Future Star! Gönn Kabak! Oder ein Franzosen, der gut ist. Und ich weiß nicht, wer es ist. Es ist Diaby von Leverkusen. Let's go! Erster Future Star ist da. Ist wahrscheinlich einer der schlechteren. Aber Abfahrt, Junge. Nice one. Und das Kartendesign sieht anders geil aus. Nice, Alter. Nice. Ist leider einer der schlechteren. Aber ich glaube, sonst Franzosen gibt es aktuell noch. Dembele und Kamara, die sind auch nicht so krass. Aber für Bundesliga nehme ich mit. Und übrigens, vielen Dank für 25.000 Live-Zuschauer, Jungs. Kuss geht raus. Danke für den Support. Und der nächste Future Star. Let's go. Greenwood. Mason Mount, let's go! Gute Modell! Der wird was wert sein! Nice one! Zweiter Future Star ist da! Freunde, wir sind gut drin! Wir sind richtig gut drin, Alter! Nice one! Da muss ich mich jetzt aber beeilen, da möchte ich gucken. Da muss ich gucken, was der wert ist, der Bruder. Ja, 500k, 400. Ich stelle ihn für 350 drauf und hoffe, dass der geht, ich hoffe, der geht weg. 350? Das wäre halt krank, 350k für die Karte. Gönn mir die 350k. Ist er weggegangen? Ehre, 350k ist direkt weggegangen. Nice! Okay, wir müssen das jetzt einmal kurz analysieren. Ah, das ist ey, Freunde, das ist cool. Wie geil ist das denn? Das ist genau das Konzept aus dem letzten Jahr. Das feiere ich ja mal übertrieben. Das ist geil. Also, du fängst an, Star der Zukunft. Erziele 3 Tore mit Mittelfeldspielern. Egal in welchem Modus. Dann kriegst du einen 80er Ödegaard. So, dann musst du mit dem 3 Tore erzielen. Kriegst du ein Pack. Musst 2 Tore vorbereiten. Triff bei 4 separaten Partien mit Future Stars Academy Ödegaard 80 Gesamtstärke und erhalte Futures. Ey, das ist richtig cool, Mann. Ich weiß noch, wo ich am Anfang. Ich war einer der ersten Leute, die DAZN hatten. Ich und meine Kollegen haben es immer DAZN genannt. Ey, guckst du es auch bei DAZN? Ja, wir gucken auch bei DAZN. Ehre. Wir gucken immer DAZN. Bonucci. Freitags ist immer DAZN Day. Kein Stream Mittwoch. Doch, warum? Wir hatten gesagt, dass Mittwoch kein Stream kommt. Es ist eigentlich immer gleich, Freunde. Ich werde so häufig auch bei Insta und bei Twitter gefragt. Heute Stream. Wann kommt Stream? So, bei mir ist es immer gleich. Ich stream Freitag immer. Eigentlich fast jeden Freitagabend. Also, keine Ahnung. So, bis zum Team of the Season gibt es vielleicht so 3-4 Wochen, wo ich mal freitagsabends nicht stream. Aber eigentlich immer. Dann streame ich Sonntag immer die Weekend League zu Ende. Und dann gibt es einen Menü-Stream unter der Woche. Und das ist entweder mittwochs oder montags. Es sei denn, es kommt was dazwischen, aber es ist zu 90%. Immer Mittwoch, Future Star!
Martinez! Future Star. Oh, und Dries Mertens und Immobile. Und das ist auf der Web-App so scheiße, Alter. Es ist so gammelig auf der Web-App. Aber wir haben Future Star gezogen. Let's go. Ich hatte gerade richtig Hoffnung, dass es ein krasser Future Star ist. Ist leider nur Martinez. Aber ist gutes Pack. Digga, diese Champions League-Karten, ey. Fick doch meine Mutter, Alter. Die sind so unnötig. Ey, Alter. Wofür sind die da? Jo, kenne ich noch. Die Holy FAQ-Serie. Wieder 75er Rating. Ja, 76. Ey, Digga, Packs auf der Web ist halt gar kein Feeling. LOL! Genau deshalb! Weil da ein Salah drin ist und ein 84er Nacho Fernandes und mir wird ein scheiß Champions League-Göttwerden angezeigt. Bruder, was ist das? Ey! Digga, was ist das? What the fuck? So, Freunde, wer hätte es gedacht, wir sehen uns nochmal wieder in den Ultimate-Team-Servern. Ich habe noch kurz gewartet. Halbe Stunde nach dem Stream sind die Server dann wieder am Funktionieren gewesen. Ja, wirklich super, wie das funktioniert hat. Wir haben noch 8100 K-Packs und dadurch, dass wir die 125er ja quasi nicht gezogen haben, würde ich sagen, nehmen wir die fürs Video noch mit. Wir haben bis jetzt 3 Future Stars. Einen will ich noch. Wir haben eine Pack-Chance von 3%. Wie gesagt, wir hätten auch in der Web-App öffnen können, aber Web-App kommt irgendwie beim Pack-Scene absolut kein Feeling auf. Vielleicht kommt er jetzt ein bisschen Feeling auf, wenn es oben leuchtet oder man keinen Walkout sieht. Grüße gehen raus an Jordan Pickford, 83. Ja, Hype in den Chat. So, come on. Ich will noch einen Future Star ziehen. Gib mir so einen Tonali, Greenwood, Rodrigo, irgendwie sowas. Ja. So, drittes Pack, Freunde. Es läuft gut, aber wir haben schon 3 Future Stars. Eigentlich dürfen wir uns nicht beschweren. Aber ich hätte gerne noch einen 4. Komm schon. Ich hätte auch gerne mal einen Walkout, bin ich ehrlich. Roman Jooli auf Ehre. Der Roman Jooli auf Ehre, da sei nichts. Naja, aber mal im Ernst, Jungs, die Packs sind, nicht geil. Wir haben jetzt die Hälfte gleich weg, wenn ich das gezogen habe. Bis jetzt ohne Walkout. Das ist bei 100k-Packs. Bruder! Willst du mich verarschen? Eure scheiß Server funktionieren den halben Tag nicht und ihr gebt mir so Baumann-Männer. Ey, Alter. Also langsam muss ich aber ein bisschen los. So, fünftes 100k-Pack. 2 haben wir ohne Schlitz. Walkout gibt's anscheinend nicht. Team of the Year Walkout. Läuft, Spanien. Ich sag 84er Rating oder sowas. Ui! 89er Busquets. Ja, ist ein Walkout, ist in Ordnung. Aber ist jetzt auch nicht gut, ne? Ist jetzt auch nicht gut. Ich hätte gerne noch einen Future Star gepackt. Dahinter sein können sie nicht, weil die würden als erstes angezeigt werden. Nicht so wie bei der Web-App, da wäre der Busquets jetzt ganz vorne. Okay, let's go, Freunde. Nice one. Der Son noch dahinter, den habe ich gar nicht, mitgerechnet. Easy, 230, 240k, 100k-Packs. Ich habe nichts gesagt. Ihr seid die besten Packs aller Zeiten. Die allerbesten Packs aller Zeiten. Dankeschön. Dann, wir kommen langsam ins Geschäft, EA Sports. Trotzdem würde ich gerne noch einen Future Star ziehen, aber ja, 240k Son. Nicht 260, 240. Nehmen wir mit. Busquets für SBC. Ist okay. So, und jetzt ungeschnitten. Back-to-back Walkout. Und jetzt bitte Future Star. Dankeschön. Komm schon. Gönn, Bruder. Gönn, gönn, gönn. Das ist schon mal immerhin 83 plus. Es ist ein Back-to-Back-Walkout. Es ist wahrscheinlich Mbappé. Ah, nicht ganz. Laporte, 87. Aber okay, drei Walkout sozusagen jetzt hintereinander. Wir nähern uns. Wir nähern uns an. Noch ein Frankie de Jong, ein Khedira. Ha? Ha? Weiß gut, bei 3% Pack-Wahrscheinlichkeit kann man jetzt hier nicht die ganze Zeit auf den Future Star geiern. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es wäre nett. Es wäre korrekt. Aber wir haben den nächsten Walkout. Jetzt sind die Packs langsam warm. Wong Rai, Innenverteidiger. Ja! Let's go, Mann! Let's go, Mann! Ist doch alles gut! Ist doch alles gut, Mann! Gerade noch gesagt, Mbappé! Gerade noch gesagt! Let's fucking go! Holy shit! Okay? Okay? Ich hab nichts gesagt. Freunde, aktuell, wir dürfen uns nicht beschweren. Immer dann, wenn man denkt, das Packlack geht langsam runter, kommt ein guter Spieler, meistens von Paris Saint-Germain, und er sagt, Bruder, ich bin doch da. Mbappé, ich weiß nicht, was der normale noch wert ist, aber es ist auch, glaube ich, der dritte Mbappé dieses Jahr. Bei Paris sind wir drin! Holy shit! Alter, Mané noch dahinter, Gudin. Ich weiß nicht, was Mané noch wert ist. Auch noch 140k. Alter, what the fuck? Mané ist auch noch 150k wert. Mbappé noch 780k. Okay.
Freunde, wie viel Packlack möchten Sie haben? Alles. Dankeschön, EA. Alles. Ja, würde ich sagen, bieten wir an. War dann doch nochmal eine gute Entscheidung, auf die Server zu warten. EA Sports, ehrenhaft von euch, dass ihr mich hier entschädigt mit Mané und Mbappé. Leider nicht zur Totti-Zeit gezogen, dieses Pack. Aber wir nehmen es mit. Ein Godin ist auch noch dahinter. Ein Pimmelkruse. Beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. So, letztes 100k-Pack. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, dich mitzunehmen, Freunde. Noch ein Future-Star jetzt. Aber noch ein Walkout. Krass. Er ist noch Neymar. Okay, das wäre heftig gewesen. Aber Paris Saint-Germain, Thiago Silva. Neymar geht ja aus 86. Nehmen wir mit, Freunde. Die 100k-Packs zum Abschluss. Ja, es hätte schlechter laufen können. Da bin ich ehrlich zu euch. Es hätte definitiv schlechter laufen können. Okay, Freunde, dann war es das von dem Video. Hinten raus haben die Packs auf jeden Fall noch gegönnt. Wir haben 3 Future Stars und mit Mbappé wieder einen absoluten Killerspieler gezogen. Kann man, denke ich, mal mitnehmen. Lasst einen Daumen da, falls es euch gefallen hat. Ich bin morgen Abend auf jeden Fall wieder live. Also am Sonntag macht der Sinn. Dort spielen wir dann die Weekend League. Ich weiß noch nicht genau, weil die Weekend League ja um den Tag verlängert worden ist, ob wir die morgen schon zu Ende spielen. Aber morgen Abend gibt es dann auf jeden Fall, denke ich mal, noch ein paar Lightning Rounds abends zu ziehen. Werden wir dann auf jeden Fall schauen und wir werden eben gesagt Weekend League spielen, ein bisschen noch was am Team machen, also auf ganz entspannt. Schaltet morgen Abend ein, danke für den Support hier, lasst einen Daumen da und in dem Sinne, ich bin raus, macht's gut, ciao, ciao.